Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und auch draußen an den Datenendgeräten. Eins vorweg, wir haben heute eine wirklich wichtige Entscheidung zu treffen. Warum? Weil das Amt für Schulen oder Schulverwaltungsamt, wie es hieß, ist über die Stadt verteilt. Aber die Hauptstelle, wo Sie sind, das Haus, das haben wir schon verkauft. Die müssen da raus. Und wenn wir nicht sehr bald entscheiden und die nicht im nächsten Frühjahr 2023 umziehen können, dann haben wir keinen Platz für das Amt für Schulen, was natürlich ganz schön große Aufgaben machen muss, nämlich unsere Schulen leiten und auch sanieren, ausstatten. Und deswegen sollten wir heute hier ganz vernünftig sein und wenigstens irgendeine Mehrheit für irgendwas schaffen. Zur Genese von dieser Geschichte. Es wurde vorgeschlagen, die Anhöfe, lass die Vorvorgeschichte mal weg, und da stand 22,50 kalt. Ja? Man hätte die anmieten können, aber halt für 22,50 kalt. Und dann berechtigterweise auch ich aufgeschrien und haben gesagt, nein, das kann man nicht machen. Das ist nicht vermittelbar, das ist politischer Selbstmord, das können wir nicht bringen. So, das hat dann die Verwaltung, Oberbürgermeister, sage ich mal, gespürt, dass es keine Mehrheit gibt. Und dann ging das wieder zurück und dann wurde mit einem anderen Objekt verhandelt. Und herausgekommen ist 15,50 Euro. Also, der Stadtrat hat zwar nicht abgestimmt, aber hat signalisiert, nein, wir wollen das eine Objekt nicht haben. Verwaltung sucht was anderes, was günstiger und was billiger ist und was auch gut ist. Das hat die Verwaltung gemacht. Und herausgekommen ist die Materni-Straße. So. Und man sollte doch mal in der Politik auch irgendwie zumindest halbwegs versuchen, dann bei der Sache zu bleiben. Jetzt, wo die Materni-Straße auf dem Tisch liegt, ja, jetzt heißt es, oh nee, können wir ja doch wieder die Anhöfe machen. Ja, und die Dissidenten, ich als Pirat, sind natürlich hier Team Materni-Straße. Wir werden sehr dafür kämpfen, dass die Materni-Straße genommen wird, denn sie ist pro Quadratmeter viel günstiger. Sie ist ein bisschen größer, sie ist aber auch absolut gesehen günstiger. Und falls jemand hier noch auf die Idee kommt, die großartige Öko-Karte zu ziehen, die Materni-Straße, Herr Kühn hat es eben schon erwähnt, hat 80 cm dicke Wände, hat genauso Fernwärme und sie hat halt im Sommer, man macht das Fenster auf. So, die Annenhöfe haben eine ausgeklügelte Lüftungsanlage, wir haben eine Klimaanlage und das führt dazu, dass sie natürlich viel mehr Strom brauchen. So. Und wenn man sich das, es kam vor zwei Tagen, kann jeder in dem PDF nachlesen, steht da schwarz auf weiß, Anhöfe 109 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter, Materni-Straße ungefähr 66, ungefähr, weil man es geschätzt hat, an einem Vergleichsbau. Also 109 zu 66, das ist quasi der Energieverbrauch, graue Energie und so habe ich jetzt keine Lust drüber zu reden. Das heißt, die Materni-Straße, A ist der Mietvertrag unterschrieben, B ist sie günstiger pro Quadratmeter. Sie ist auch C günstiger insgesamt. So, und ökologisch gibt es eigentlich keinen Grund, die schlecht zu reden, ja, sondern man kann es einfach nehmen. Es liegt da auf dem Tisch, wir müssen es heute nur abstimmen. Hilbert hat sozusagen, die Verwaltung hat von dem teuren Objekt ein günstigeres gemacht. Sie hat den Auftrag erledigt und deswegen, ich bitte Sie, stimmen wir heute die Materni-Straße ab oder wenigstens irgendwas, weil ansonsten sitzen die im Schulverwaltungsamt, also Amt für Schulen, sitzen, können in eine Schule gehen und sich da irgendwie aufwärmen, aber ansonsten sind die auf der Straße. So,